Hallo meine Lieben, ja, ich heiße euch mal wieder ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute handelt es sich um ein Kooperationsvideo mit Donna Love Hair. Falls ihr sehen wollt, wie ich die Haare wie auf dem Bild gezaubert habe, dann bleibt gerne dran. Ich wurde angeschrieben von Donna Love Hair, ob ich vielleicht Interesse hätte, eine Perücke von denen zu testen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir halt ein bisschen die Internetseite angeschaut und bin auch auf eine Perücke gestoßen, die mich auch direkt angesprochen hat. Und ja, diese ist heute angekommen zur Verpackung. Ich finde die Verpackung einfach nur schön. Es ist halt so eine Box. Die Perücke wurde mir, sage ich mal, voraus kostenlos zur Verfügung gestellt. Die kann ich auch behalten, die muss ich nicht zurückschicken. Und ja, wir werden das jetzt alles mal so testen. Ich habe noch nie eine Perücke benutzt, außer an Karneval, aber dann sind es halt diese ganz normalen 0815 Perücken. Ja, warum ich mich für die Kooperation entschieden habe, ist folgendes. Ich färbe meine Haare seit dem 14., 15. Lebensjahr und habe auch, wo ich etwas jünger war, ein bisschen ausprobiert, wie schwarze Haare mit pinken Spitzen. Dann braune Haare, blond bin ich ja jetzt durchgängig. Dann hatte ich auch mal graue Haare. Ich kann euch auch gerne ein Bild dazu hier irgendwo einblenden, wie grau an mir aussah. Und ja, damit ich jetzt mal auch was Neues ausprobiere und meine Haare natürlich schone, dachte ich mir, ich sag mal denen zu und ja, teste das Ganze hier. Es ist halt ein PR-Paketchen. Ja, von der Verpackung finde ich es sehr, sehr schön. Also der Karton, der wird auf jeden Fall bei mir noch verwendet, in meiner Schminkaufbewahrung. Da kann man den gut noch benutzen. Die Haare kommen in eine Folie und ich habe mich für rosa entschieden. Das schaut einmal so aus. Die Folie finde ich sehr, sehr hübsch. Ich habe die Haare auch schon in der Hand gehalten. Dann ist in den Karton noch bei ein Strumpfnetz. Wie sagt man das? Also, wir werden es einfach ausprobieren. Das ist so ein Netz. Ich denke mal, damit das meine Haare so schön eng nach hinten hält. Und ein Kamm ist dabei. Der sieht auch richtig hübsch aus. Also schön in Pink. Da steht auch Donna Love Hair drauf. Und ja, von den Bürsten auch sehr interessant. Ja, ich würde sagen, wir testen das auch. Und ich werde mir jetzt auch nicht ewig dafür Zeit lassen, weil ich finde, wenn man das macht, sollte das halt recht schnell gehen. Auch wenn man Anfänger ist. Ja. Einmal das Bändchen, das ziehen wir uns jetzt mal auf. Ich schaue gerade aufs Papier hier. Hier ist auch noch ein Papier mit dabei. Und da wird gezeigt, wie man das macht. Also, okay, erst über den Hals, dann über die Haare, dann die Haare drin verstauben. Wir machen das mal. Als mich Donna Love Hair angeschrieben hatte, hatte ich auch E-Mails von anderen Firmen, denen ich aber abgesagt habe. Um ehrlich zu sein, möchte ich euch nicht langweilen und mich selber auch nicht langweilen. Es waren halt Boxen, also Firmen mit Boxen. Wie ziehe ich das jetzt rüber? So, oder? Ach. Das war jetzt sehr eng. Okay, jetzt habe ich ein neues Halsband. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe vom Foto, mit meinen Nägeln ist das auch so eine Arbeit. Ziehen wir das jetzt hoch ins Haar. Guck mal her, ich muss es packen. So. Und dann ziehen wir das nach hinten. Ja, mit meinen Nägeln ist das nicht so praktisch. Ich muss mal ganz kurz an den Spiegel. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz an den Spiegel. Ich glaube, ich werde mir hier hinten einen Dutt machen, damit ich das dann auch ein bisschen besser verstauben kann, das Haar. Gut, dass ich hier noch ein Haargummi habe. So, und dann nehmen wir das und verstecken das ganze Haar, so gut es geht. Das Gute ist, dass ich sehr feines Haar habe und auch dünnes Haar. Und soweit ich das so sehe, sieht das einigermaßen okay aus. Also es sieht komisch aus, so ein Netz auf dem Kopf, ne? Weil wenn man nicht sagen, dass es gut aussieht, das sieht schon komisch aus. Aber es fühlt sich nicht komisch an. Und ja, meine Haare haben wir jetzt auch hier hinten versteckt. Also man benötigt schon einen Spiegel dafür. Ich habe ja jetzt hier diesen Display. Aber ich denke, im Spiegel ist das ein bisschen anders, weil im Display bin ich auch viel kleiner. Die Haare, die nehmen wir mal raus. Die soll man dann kopfüber befestigen. Und ja, die sind dann nochmal geschützt mit einem Netz hier vorne.
fühlen sich auch ganz gut an. Die sind zwar rosa, aber nicht ganz so rosa. Und gut, in der Kamera leuchten sie, aber so live leuchten die jetzt nicht so extrem. Also die haben zwar einen Glanz, aber nicht diesen extremen Glanz. Dann sind die hier nochmal geschützt mit einem Tütchen. So schauen sie aus. Hier ist dann der Scheitel. Was das ist, keine Ahnung. Ich glaube, das werde ich mir abschneiden, weil ich weiß nicht, ob man das gut so drunter verstecken kann. Von innen schauen die auch ganz gut aus. Also hier ist so ein Kamm an der Seite auch. Also an beiden Seiten. Und hier unten sind so kleine Häkchen. Ich glaube, die kann man hier dann festmachen, wie es halt dem Kopf passt, also dem Kopf dann anpassen. Ja, ich würde sagen, ich hole mir mal kurz eine Schere und schneide das hier vorne ab. Ich weiß nicht, welchen Zweck das hier vorne hat, um ehrlich zu sein. Ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass man das gut verstecken kann. Ich werde das mal vorsichtig abschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mir das jetzt so einigermaßen zurechtgeschnitten. Und ja, jetzt muss ich die Perücke kopfüber anziehen. Das kann ich sehr schlecht mitfilmen. Ich versuche es einfach mal kurz und werde, wenn es halt etwas länger dauert, euch vorspulen. Die Haare, die gefallen mir irgendwie so in der Hand total gut. Okay, also ich bin jetzt gerade nicht begeistert, wie das aussieht, aber wir versuchen, das mal ein bisschen mehr nach vorne zu ziehen und dann mit dem, wo ist es, mit der Schnalle zu befestigen. So, das haben wir. Ist halt eine Mühe immer mit meinen Nägeln. Ah, die nächste Schnalle, wo ist die hier? Ja, die sitzt auch. Unten muss ich sagen, sitzt es ganz gut. Ich muss da jetzt auch nichts enger machen an meinem großen Kopf. Ja, hier, das sitzt noch nicht gut. So. Die Ohren habe ich jetzt rausgelassen, weil wie würde das denn auch aussehen, wenn man die Ohren einfach unter eine Perücke steckt? Okay, ich würde mich jetzt so nicht raustrauen, um ehrlich zu sein. Aber man kennt mich hier auch natürlich, wo ich wohne. Und man weiß, dass ich nicht so ein Haar habe. Wir werden die Haare mal kurz kämmen. Die lassen sich jetzt auch gut kämmen. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel in die Kamera schaue, sondern eher ins Display. Ich bitte zu entschuldigen. Und ich muss sagen, gekämmt gefällt es mir richtig gut. Also ich finde die Seite jetzt viel schöner gekämmt wie jetzt diese Seite. Deswegen kämmen wir jetzt auch mal die andere Seite. Und wir kämmen die von unten nach oben. Ich habe halt viel mit Donna Love Hair kommuniziert, per E-Mail und auch gefragt, was man mit den Haaren machen kann. Es handelt sich bei meiner Perücke um eine synthetische Perücke. Ich werde sie euch auch unten in die Infobox verlinken. Gefällt mir, also so gefällt mir das Ergebnis. Ja, warum ich zugestimmt habe, die Perücke zu testen, ist einfach selber mal anders auszusehen, ohne jetzt meinen Haaren zu schaden. Für Instagram kann ich mir das auch richtig gut vorstellen, so ein paar Bilder zu machen. Deswegen habe ich zugesagt. Ich hatte halt auch zwei Angebote mit den Boxen, was ich euch, glaube ich, vorhin erwähnt hatte. Da habe ich abgesagt für eine Kooperation, weil ich euch einfach langweilen werde mit irgendwelchen Boxen, die ich euch jeden Monat öffne. Und ich möchte mich auch nicht binden an feste Zeiten, um halt Gratisprodukte zu haben, sehe ich halt nicht ein. Und ich finde es halt langweilig, aber das fand ich jetzt richtig interessant. Also, wir werden jetzt aber noch versuchen, ein paar Frisuren damit zu machen. Also, so an sich gefällt es mir ganz gut. Die Länge zeige ich euch auch mal ganz kurz.
Wenn ich mir das auch so anschaue, die sitzt auch ganz gut, die Perücke. Und ja, man könnte sie vielleicht auch kürzen, aber ich würde es jetzt nicht machen. Gefällt mir eigentlich. Verzeiht es mir wirklich, weil ich heute mal ausnahmsweise nicht in die Kamera schaue. Wir versuchen jetzt mal eine Frisur draus zu machen. Ja, man könnte jetzt, damit man halt anders aussieht, auch noch hier hinten sich so eine Haarklammer reinmachen. Und das würde dann von vorne auch gut aussehen. Und man könnte auch so draus gehen. Ich könnte auch so rausgehen abends. Auf jeden Fall. Oh, ich bin gerade voll begeistert. Also anfangs dachte ich mir, wo ich sie aufgesetzt habe, so, okay, total Veränderung. Aber ich bin gerade echt begeistert. Wir versuchen mal hier oben auch einen Zopf zum. Wow. Wow. Man könnte auch hier oben, so dass man dann keinen Scheitel hat, einen Zopf machen oder auch einfach eine Spange ran machen. Und meine eigene Haare und Kopfhaut sieht man nicht durch, wie ihr seht. Die Perücke ist klasse. So, das wäre jetzt auch so eine Frisurmöglichkeit. So, ich habe jetzt hier oben den Zopf dran gemacht und der hängt dann auch einfach runter und ich werde ein bisschen Trockenshampoo aufsprühen. Mal schauen. Wow. Oh, gefällt mir direkt für so ein richtiges Volumen. Obwohl die Haare schon voluminös sind. Wow. Ja, ich muss sagen, das Ergebnis gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Haare gefallen mir richtig gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, damit rauszugehen am Wochenende, wenn wir mal, was selten ist, abends rausgehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, die Perücke auch zu tragen. Jetzt so für kurz in die Stadt oder auch auf die Arbeit, das würde ich jetzt nicht machen. Das wäre mir dann zu extrem. Aber abends rausgehen mit diesen Haaren könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich würde sie schon auch draußen tragen, weil sie halt nicht so richtig fake aussehen, sondern richtig gut aussehen, muss ich zugeben. Ja, für Instagram-Bilder auch eine super Lösung. Ich finde es einfach total cool, dass ich einfach rosa probieren kann, ohne mir jetzt die Haare zu färben. Und ich hatte noch nie rosa Haar. Das Einzige, was ich mal hatte, sind pinke Spitzen, aber graues Haar, schwarzes Haar, braunes Haar. All das hatte ich. Und ja, falls ihr irgendwas testen wollt bei Donna Love Hair, dann nutzt gerne meinen Rabattcode. Ich habe einen Rabattcode, Family for Life müsste der gewesen sein. Leider konnte ich nur 15% raushauen. Ich hätte am liebsten für euch 30% rausgehauen, war mir aber leider nicht möglich. Ja, immerhin 15%, falls ihr Interesse habt. Und ich bin gerade total begeistert. Das Erste, was ich gleich machen werde, sind ein paar Bilder schießen für Instagram. Und mir gefällt es einfach auch. Ich stuck mich mal kurz hier auch oben mit dem Zöpfchen und das sieht einfach richtig gut aus. Man sieht halt einfach auch keinen extremen, wie sagt man das? Also so, man sieht halt einen Übergang und es ist halt nicht so extrem so, meine Hautfarbe, dann meine Haare, dann Perücke. Im Gegenteil. Man könnte sich auch ein Mützchen drauf anziehen, eine Cappy. Ja, falls ich es schaffe, bis ich das Video bearbeitet habe, noch ein paar Bilder abzuschießen, dann werde ich sie euch auch hier irgendwo einblenden. Ich bin gerade total begeistert und bin wirklich froh, mich für diese Perücke entschieden zu haben. So teste ich auch einfach mal rosa Haare und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wie rosa Haar so bei mir aussieht und lasst mich gerne wissen, ob ihr schon mal eine Perücke getestet habt. Bei mir ist es das erste Mal, bis auf Karnevalsperücken habe ich da wirklich noch nie irgendwas getestet und das war nicht so professionell wie das hier. Das waren so 7 € Perücken, die man in jedem Karnevalshop bekommt. Und ja, mir gefällt es echt. Ich bin total begeistert von der neuen Frisur. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das so findet und ob ihr schon mal Erfahrungen gesammelt habt mit Perücken. Und ich würde sagen, wir sehen uns gesund und munter wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao.